So, Schlüssel geholt. Ups. Soll ich schon mal auflassen? Ey, das ist ja noch wirklich zu. Wollen wir mal. So langsam, aber sicher kommt auch so ein bisschen. Biegen Sie links ab. Naja, meine Motivation, die war heute Morgen nämlich irgendwie, ja, hatte irgendwie Urlaub, war nicht da. Biegen Sie links ab. So, laut Navi 615 Kilometer, Ankunft 15.32 Uhr plus Pause. Und sonstigen Gedöns eine Stunde drauf, 16.30 Uhr, reine Lenkzeit 8 Stunden 25. Ja, das riecht schon fast nach zweimal Pause machen auf der Strecke. Aber warten wir mal ab. Jetzt wollen wir da erstmal ein ganzes Stück runterkommen. A2, A33, A44 runter auf die 7. So ist mein Plan. So will das Navi es auch. Und dann wollen wir das mal so machen. Oh, schön! Meine Scheiben werden wieder sauber. Man muss ja das Positive darin sehen. So, Kirchheimer Dreieck habe ich schon hinter mir. Da ging es dann sogar mal alles. Entgegengesetzt ging es. Ja, da hinten wird es wieder heller. Das ist gut. Aber noch anderthalb Stunden, dann muss ich mal meine erste Pause machen. Und dann werde ich mal ein bisschen tüfteln müssen, ob ich wirklich noch eine zweite Pause brauche oder nicht. Und wenn, dann ist das eben so. Das Wetter ist kaputt, kommt Wasser raus. Tja. Eigentlich bräuchte ich den Regen jetzt nicht mehr, die Scheiben sind schon sauber. Noch 23 Grad und jetzt schwupps runter auf 12. So, fahre ich hier schon raus.
grün. Ach ja, fahren wir mal hier raus. Ich muss eh zwei machen. Weil dann ist zu viel Getucker. Da komme ich nicht mit hin. Auch wenn ich über Land nachher das ganze Stück einiges raushole. Aber da, nee. Oder fahre ich doch noch weiter? Guten sonnigen Mittwoch, Freunde. Ja, ja. Sonnigen Mittwoch. Wo lebt der denn? Ach, fahren wir hier raus. Fertig. Machen wir. Außerdem bin ich dann diesen doofen Krawack da vor mir weg los. Hier habe ich schon mal übernachtet. Tipp, 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 tipp. Nach 100 Metern ja, bleiben sicher. Sie rechts. Locker bleiben, Navi. Schalte. Bleiben Sie rechts. Nehmen wir den, weil er so schön ist. Ich bleib zwar nicht lange, da stellen wir uns trotzdem mal gerade hin, ne? Wir sind ja mal nicht so hoch. Ja, da macht man seine Pause, fährt runter und zack steht man im Stau. Baustelle, es wird einspurig. Naja. Ja! Hey, ihr staubt's. Folgen Sie A7 Ulm. Richtung Marktwald für 172 Kilometer. In die Richtung will ich. Ja! Wenn da noch so ein Päuschen dazu kommt, das wird eine knappe Nummer. Ich tippe mal auf 10 nach 5 irgendwas um den Dreh. Aber egal. Oh, da kommt wieder Wetter kaputt. Freitag schaffe ich das nicht, weil jetzt Freitag habe ich auch Termine in der Werkstatt wegen Vorderreifen. Ja, ich muss mal gucken. Mal unbedingt hier mal wieder eine Komplettreinigung machen lassen hier. Ja, was ist? Wird das hier noch was oder? Oh! Kitzingen! Da fotografiert einer oben. Gewitter. Toll, und ich muss gleich noch eine zweite Pause machen. Das wird wirklich nichts. Ja, ich habe jetzt schon wieder 3 Stunden rum und 2:12 habe ich noch, also 2:10. Und wenn das hier so weitergeht, dann kommt da vielleicht sogar noch eine dritte Pause oder wie? Nee. Ach, nee, nee, nee. Na, naja, das Wetter war ja angekündigt, dass das hier unten allerdings auch so kommt. Zack, wieder ein Blitz.
Naja, ich sitze ja ganz sicher. Ja, schöne Sanders, aber egal. Dieser kleine Platz, der kam wie gerufen, weil hier ab Ulm geht das ja nur noch über Landstraße. Und wenn ich so eine Dreiviertelstunde vor Pfullendorf bin, ab da muss ich mal die Augen aufmachen und aufhalten, wo ich mich nach Geberit dann dahin stelle. Ja, mal gucken. Da werde ich schon irgendwie fündig werden. So, gerade mit Klaus länger gesprochen. Mal einiges geklärt. Ja, mit Freitagreifen sagte er, ist doof. Weil ich ja nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit das Chassis bei MAN abstellen kann. Und deswegen versucht er das mal auf Montag früh 9 Uhr in Paderborn zu legen. Aber das will er jetzt erstmal mit der Firma da abklären, dann mit der Dispo und dann schauen wir mal weiter. Also Freitag oder halt Montag. Ja. Und dann die Woche kommen ja eh die anderen Reifen. Ja. So, einmal quasi um Ulm drumherum. Man könnte theoretisch gesehen auch einmal quer durch. Aber das tue ich mir nicht an. Das muss man nicht haben. Von der Zeit her wäre ich da länger unterwegs, als wenn ich jetzt einmal außen rum fahre. Ja, jetzt geht's ja schon auf die 311. Das musst du aus dem Westbereich verkehrt. Ja, ja. Nach 250 Metern biegen Sie rechts ab. B311 Erbacher Straße. Biegen Sie rechts ab. Schaltet sich wieder heute ein zurecht. Nach der Pause gerade mal kurz geguckt. Ich darf jetzt noch genau 3 Stunden. Ja. Drei Stunden.
Das heißt, wenn ich da ankomme und fertig bin mit dem Rumfang, mit der Rumrangiererei da, habe ich noch eine Stunde, um Plätzchen zu kriegen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, weil das war im letzten Jahr. Das ist schon eine Weile her, dass ich bei Geberit war. Da gibt es auch ein Foto drüber. Ein Video drüber. Meine ich. Und das ist schon eine Weile her. Und deswegen keine Ahnung mehr so genau, ob man da direkt irgendwie sich auch hinstellen kann oder eher weniger. Dass ihr jetzt abhaut, das finde ich total gut. Gute Fahrt. Na komm ruhig. Ach schade. Ja, die Sonne ist wieder da. Man glaubt es kaum. Möbelborst. Ah. Möbel aus Borsten. Nach 2 Kilometern bleiben Sie links. 80, 60, 50. Sigmaringen, ach doch, 80. To. Sowas gibt's hier auch. So. Meine Ankunftszeit klettert, schrumpft nach unten. Das ist schon mal gut. Weil wir haben jetzt nämlich 15.55 Uhr. Nach 800 Metern bleiben Sie links. Und ja, wie das um diese Uhrzeit nun mal ist mit Parkplätzen, weil die Buchten, die ich gerade hier überall gesehen habe, ja, ne? Ach, irgendwas werde ich schon finden. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Ach ja. Ah, das geht jetzt schon. 10 Kilometer so. Kreisverkehr hier, Kreisverkehr da. Vor Schreck ist vorhin meine Kamera runtergefallen. Sie wollte nicht mehr am Saugnapf halten. Ja. Noch 18 Kilometer. Und hier gibt es weit und breit nichts, wo man sich hinstellen kann. Nächster Kreisverkehr. Juhu. Nach 300 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt B311 Richtung Donau-Eschingen. Da steht sogar schon dran. Aber da soll ich gar nicht entlang. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Hä? Ach, egal. Fahren wir hier. Stimmt, bin ich beim letzten Mal aber auch. Aber ankommen tue ich nachher da, glaube ich. Irgendwie so war das.
Ja, hier ist schon Geberit. Und war klar, dass es jetzt schütten muss. Nach 200 Metern biegen Sie links ab, Teuerbach. Dann biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab, dann biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab, Teuerbach. Nach 50 Metern biegen Sie links ab, dann biegen Sie rechts ab. Ach, ich weiß schon, wo ich mich hinstelle. Hierhin. Biegen Sie rechts ab, Wacker-Neusohn-Straße. Hier darf ich gar nicht rein. Ja. Nicht hier. Ja. Einfahrt. Genau. Nach 200 Metern halten Sie sich links, Teuerbach, dann biegen Sie rechts ab. Ach, hör doch auf zu reden. Genau hier war das. Da vorne links rum und da ist ein Parkplatz. Ja, oh Gott, ist das schon wieder voll. Ah, da ist aber noch einer. Ja, sogar noch richtig in Erinnerung gehabt. Beim letzten Mal wollte mich das Navi nämlich auch da rumschicken. Und dann bin ich da auch rumgefahren. Das war das Dumme. Na, die schlafen hier nämlich alle. Das würde ich nicht machen. Egal. Ankunft. Guten Morgen. Es ist Dienstag, 6.10 Uhr. Ja. Also hier schön ruhig, schön ehrlich gestanden, direkt bei Geberit. Und ja. Man glaubt es kaum, gestern, als ich da meine Touren so und die Tour aufgeschrieben habe und alles, alles in der 9er Lenkzeit und 13er Schicht gepackt. Aber ich hatte dann ehrlich gesagt keinen Bock mehr, irgendwie noch ansatzweise in Richtung Dornstadt zu fahren, weil ich hatte mir das ja unterwegs angeguckt, da wäre weit und breit nichts gewesen, wo ich mich hinstellen könnte. Und bis Dornstadt hätte ich es definitiv nicht geschafft. Also hier direkt stehen geblieben, hier standen heute Nacht jede Menge hier am Rand und hier ist es ja auch erlaubt, stehen sogar Mülltonnen weiter hinten und wie man sieht, hier ist nichts an Müll, was rumfliegt oder so. Ja, so, dann wollen wir uns jetzt gleich mal auf den Weg machen. 2 Minuten muss ich noch warten und Dornstadt abgeben. Da Chassis zusammenfahren, dann komplett leer nach Nürnberg. Ja, da werde ich irgendwann, schätze ich mal, im Moment so gegen 11, halb 12 auftauchen.
Hey, ein bisschen Frühnebel. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Kommt keiner? Nein. Gut geschüttet hat es heute Nacht noch. Folgen Sie Ottersmanner Straße für 9,5 Kilometer. Da kommt noch ein Wasser runter. Gerade mal so ein bisschen stärker in die Bremse gegangen, dabei gebe Ritt noch. Ja, klar, ganzer Schwall vom Container runter. Ja, hier war ja gestern schon alles zu rechts der Parkplatz. Deswegen, war schon gut so. Mehr. Ja, so ein bisschen durch Ulm im Berufsverkehr um 10 vor 8. Ja, Nürnberg hat total intelligente Ampelschaltungen. Da kommen maximal zwei Autos hier rum. Nee. Wir haben schon 11.20 Uhr. Dispo geht mir auch schon auf den Sack. Wann bist du ungefähr da? Zwischen 11 und halb 12. Okay. Kurz vor 11. Bist schon da? Ich gehe mir nicht auf den Sack, sonst halte ich für jede WhatsApp-Nachricht jetzt an, um sie zu lesen und eventuell zu beantworten. Dann kam länger nichts. Und dann kam, ja, melde dich, wenn du da bist.
Genau das habe ich vor. Oh, da musst du aber zu unserem zweiten Terminal. Oh, meiner ist um die Ecke. Aber wusste ich gar nicht, dass sie auch zwei haben. So, und auf die 12 soll ich. Ja, hier stehen wenigstens vernünftige Schildchen, ne? Auf die 12. Voll auf die 12. So, Büchse drauf. Sogar eine ziemlich vernünftige. Wendelstein. Ja, circa eine halbe Stunde, dann bin ich beim Kunden. Dann haben wir auch schon 12:30. Ja. Wenn die dann da mal irgendwann fertig sind. Dann habe ich noch so 3,5 Stunden und dann ist Schicht im Schacht. Den Rest morgen.